Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, um es gleich vorwegzunehmen, dieser Antrag ist so überflüssig wie die antidemokratischen Grünen in den deutschen Parlamenten, auch wenn er bei weitem nicht so schädlich ist. CDU, SPD und FDP sind in immer wieder wechselnden Zusammensetzungen seit 1990 Teil der sogenannten regierungstragenden Koalition in Sachsen-Anhalt. Seit 33 Jahren also sind CDU, SPD und FDP in diesem Land für die desaströse Bildungspolitik und damit auch für den Rückstau und die Versäumnisse bei dem Erhalt, der Modernisierung und dem Neubau von Schulen und sonstiger Bildungsinfrastruktur verantwortlich. Darum wundert es auch nicht, wenn man sich den Antrag einmal genauer anschaut, dass dieser über keinerlei relevanten Inhalt verfügt. Der Landtag soll so selbstverständliche Dinge feststellen wie: Lernen und Schule verändern sich. Was für eine staatstragende Erkenntnis soll das denn sein? Und so geht es weiter. Der Landtag soll beschließen, dass Schulen heute Lern- und Lebensorte sind, die ein Grundverständnis von Gemeinschaft, gesellschaftlicher Verantwortung, Nachhaltigkeit und Ästhetik vermitteln. Ja, was waren denn die Schulen in den Augen der regierungstragenden Koalition in den letzten 33 Jahren, in denen Sie für die Schulen verantwortlich waren, meine Damen und Herren? Waren es vielleicht Arbeitslager oder Haftanstalten, in denen unseren Schülern Egoismus und unverantwortliches Verhalten in der Gesellschaft mit dem Rohrstock eingeprügelt worden sind? Wohl kaum. Und als reichten derart unsinnige Antragsformulierungen nicht aus, pflanzen Sie auf den Gipfel Ihres bildungspolitischen Totalversagens auch noch das Kreuz der Selbstabsolution. Der Landtag soll nämlich feststellen, dass trotz erheblicher Anstrengungen immer noch erheblicher Investitionsbedarf für Modernisierung und Sanierung in der Schulinfrastruktur besteht. Meine lieben Kollegen von CDU, SPD und FDP, Sie selbst haben doch dafür gesorgt, dass sich die Schulinfrastruktur in unserem Land in einem teilweise nur noch als erbarmungswürdig zu beschreibenden Zustand befindet. Sie haben aber nicht nur die Gebäude und die Ausrüstung verkommen lassen, denn das funktionierende Bildungssystem, das Sie 1990 übernommen haben, das haben Sie gleich noch mitbeerdigt. Und nun fordern die Totengräber der Regierungskoalition die Landesregierung und damit also faktisch sich selbst auf, die 6 Fuß unter der Erde befindlichen sterblichen Überreste des von Ihnen höchst eigenhändig begrabenen Bildungssystems zu exhumieren, weil das Leichentuch verrottet ist, um es dann in einem modernen, inklusiven und barrierefreien neuen Leichentum erneut zu beerdigen? Das klingt nach Tollhaus, das klingt nach einer flog über das Kuckucksnest. Mit verantwortlicher Bildungspolitik hat das aber gar nichts zu tun. Was also soll dieser Appell an sich selbst? Reue und Einsicht in Ihr eigenes Versagen jedenfalls kann ich hier genauso wenig erkennen wie ein glaubhaftes Gelöbnis der Besserung. Eine wichtige Erkenntnis aber bleibt, in der Tat, denn ganz offensichtlich ist nur die AfD in der Lage, das deutsche Bildungssystem wieder zu einem der besten weltweit zu machen. Nur die AfD nämlich würde Eliten fördern, wo Eliten gefördert werden müssen. Nur die AfD würde dafür sorgen, dass Sonderschüler, die in normalen Klassen nicht ihren Bedürfnissen entsprechend unterrichtet werden können, in speziell dafür eingerichteten Sonderschulen und von speziell dafür ausgebildeten Sonderschullehrern unterrichtet werden, so wie es Jahrzehnte hervorragend funktioniert hat. Nur die AfD würde dafür sorgen, dass die Schüler in unserem Land ideologiefreien und wissenschaftsbasierten Unterricht bekommen, der sie auf ihr späteres Berufsleben tatsächlich optimal vorbereitet, und zwar unabhängig davon, ob man den Weg an die gymnasiale Oberstufe beschreitet oder nicht. Und nur die AfD würde die notwendigen finanziellen Mittel bereitstellen, um die zur Erreichung dieser Ziele erforderliche Bildungsinfrastruktur zu schaffen. Denn dieses Geld für unsere Kinder ist unendlich viel besser investiert als die 14 Milliarden Euro, die Deutschland in nur einem Jahr in den Rachen der bis ins Mark korrupten ukrainischen Kriegshyäne geschaufelt hat, um mit deutscher Unterstützung möglichst viele Russen abzuschlachten. Sie haben aus der Geschichte leider nichts gelernt. Meine Damen und Herren, die demokratische AfD-Fraktion lehnt den Antrag ab. Vielen Dank.